Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder zu einer Runde Bioshock. Die Leiche hatte ich hier schon ausgeplündert. Ich will bloß mal kurz gucken. Ich brauche noch eine Little Sister in dem Level. Was ist dort? Schätz, du hast mich dazu gezwungen! Was? Da bist du? Mutter, hab ich dich gezwungen, mich zu töten? Ja. Ich habe hier aber noch eine Little Sister in dem Level. Die muss... Hier blinkt ja noch was. Hab ich Telekinese? Ja. Holz mit Stahlspitzen. Wer lacht denn hier so dämlich? Ich brauche noch ein Big Si- Big Daddy brauche ich noch. Da, hier blinkt doch noch was. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Tja, keine Ahnung, was das jetzt gerade sollte. Ich meine, ich bin ja auf dem Weg zu Ryan. Und ein Peppriegel. Lecker. Noch ein Peppriegel. Und jetzt hören wir uns erstmal das an. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Ja, hier ist nichts. Also müssen wir hier oben. Die ist ja auch hier oben. Ich hab's auch gehört. Ein Zeichen? Kampflos bekommst du sie nicht! Houdini, ui, der ging ja schön schnell. Haben wir hier noch was in der Oberst? Mann, warum habe ich das alles nicht untersucht? Mann, was ist denn mit mir los? Ich untersuche sonst immer alles. Zirkus der Werte, was haben wir hier Schönes? Im Zirkus der Werte! Nichts Tolles. Okay. Aber ich brauche doch noch einen Big Daddy. Hier ist noch eine Little Sister in dem Level. Okay, hier. War ich schon mal? Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ja, weiß ich nicht, ob du da nicht zu viel rein interpretierst, Ryan. Warum haben die alle nichts mehr? Seid doch dämlich. Ach ja, hier ist wieder schön was eingestürzt. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Karte. Wo wir... Da ist unser Ziel im Kern. Dann werden wir hier wahrscheinlich auch noch... zu einer... Ja, ich höre einen Big Daddy. Super. Das habe ich gehört. So spricht Gott. Hast du auch eine Little Sister bei dir? Ich folge dir mal unauffällig, ne? Ich will bloß mal gucken. Hab ich ionisches Gel? Hab ich nicht. Spolz? Randbolz. Ionischen Schrot habe ich. Sehr gut. Na komm, hol dir mal eine Little Sister. Los, Happy. Hol's dir mal. No,
Los, komm. Geh deine kleine Schwester fassen. Klingt ein bisschen doof, ne? Ich weiß. Ja, sorry, ich musste jetzt mal kurz Nase schnauben. Ah, da. Ja, ja, poch dran. Was ist denn das? Ist das Alpha-Serie? Nee. Ja, ja, wird man nicht gefühlt. Spürst das? Danke, Mr. Barnes. Ja, 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 ja. Ha, erwischt. Also der ionische Schrot ist echt gut. So, dann Elite-Bronzer. $74. Ach, was hast du denn, Kleine? Ist doch alles schick. Doch. Ich will dich doch bloß ein bisschen streicheln. Ne? Alles. Alles Paletti. Das mache ich doch immer gerne. Und jetzt ab ins Heierbettchen, ne? Los, komm. Hopp. Hoch mit dir. Hopp, soll ich dich noch ein bisschen anschieben? Zeit für die Heier, süßer Engel. Ja, natürlich. Komm, hoch mit dir. Hopp, hopp. Oder soll ich dir noch ein bisschen den Hintern schießen? Nein, nein, so fies bin ich nicht. Ich bin bei dir geblieben. Na gut, ich bin auch nicht dein Vater. Verbandskasten brauche ich jetzt nicht. Tja, keine Ahnung. Kamera? Nee, die wollte ich jetzt überhaupt nicht. Ich bleib mal bei der MG-Patrone. Und jetzt müssen wir die Kamera erstmal lahmlegen. Eis? Hier ist Elektromol. Ich wollte schon sagen, kann ich den nicht hacken? Oh, die ist ein bisschen sehr hart. Mal gucken. Und hier ist mal ein bisschen Zeit dazwischen. Das ist immer gut. So, ein bisschen Zeit dazwischen ist immer gut. Ja, sehr, sehr schön gesagt von mir. So, hier nach rüber, aber hier kann ich jetzt Zeit dazwischen hauen. Du willst, ich finde die doch. Diesmal finde ich die sehr gut. So, da haben wir hier auch fertig gehackt. Sehr schön. Hier haben wir noch 8 Genbank-Upgrades austauschen. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt die Little Sisters alle. Ich mach mal kurz ein Zwischenspeichern. Es ist mir egal, ich bin nicht dein Vater. Meine Güte. Ziel erreicht. Geh zu Kütter Bergräumen. Boah! Ich will den Daddy nicht gerade erwischen. Mist, und vor allem mit Antipersonen, aber ich konnte jetzt so schnell, konnte ich jetzt so gar nicht reagieren. Dann nehmen wir hier mal den Verbandskasten, ne?
Dann nehmen wir hier mal den Quatsch. Die Panzerbrechende, die normalen, haben wir jetzt auch ziemlich viel. Mann, warum kann ich das ionische Gel hier nicht aufnehmen? Bisschen Geld. Sehr gut. Haben wir hier noch was in den Spinden? Kartoffelchips. Boah, kommt eine Leiche raus. Sehr schön. Kuchen mit Cremefüllung. Yummy. Eine Leiche. Ah, du kannst pochen, wie du willst, da kommt nichts raus. So, kein Hilfesister. Ah, nee. Wir haben jetzt erstmal ordentlich Geld. Hier haben wir noch ein paar MG-Patronen. Sehr gut. Warte mal, Rohrzange kann ich den nicht auch, wenn ich jetzt mit der Rohrzange darauf. Nee, klappt nicht. Ich muss, Quark, doch nicht F1. Ich muss. Papp. Ach nee, da dann. Papp. Hätten wir das auch erledigt? Warum sag ich Papp? Keine Ahnung. Armbrust. Ich glaube, die habe ich nie benutzt. Kann das sein? Haben wir noch irgendwas hier am Tisch? Enzymprobe. Geld. So, du kannst mich mal in Ruhe lassen. Mülleimer. So, lohnt sich denn überhaupt das hier am Automaten? Nee, eigentlich nicht wirklich, weil ich meine, MG-Patronen habe ich jetzt erstmal genug. Und wir wollen ja schließlich das Spiel nicht alles mit Hacken verbringen. Ne? Warum liegen hier schon die ganzen Leichen rum? Oh, 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 hallo, 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 aber keine Kontakte. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ryan Splicer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe. Naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsdusche allein leisten. Bloß das nicht. So, hacken. Hallo? Ich hab gesagt, hacken. Oh Mann, das ist wieder so ein Hammer. So ein Hammer. Okay, gut, dann. Dann hier rüber. Hier rüber. Okay, so ein Hammer wird's dann doch nicht. So, hier rüber, das, der. Und dann brauche ich ja noch ein seitliches und dann haben wir's. Hallo, ich will dich mal gerne hacken. Na, irgendwie ging das gerade nicht so gut, würde ich meinen. Hier muss ich dann bestimmt den Code finden. Ah, hier blitzt überall. Dann gehen wir mal kurz hier gucken, was hier Schönes vor sich geht. Auf jeden Fall ist mal wieder eine Leiche. Mann, ey. Soll ich mal fies sein? Aber es explodiert nicht. Warum explodiert es nicht? Soll ich mal mit der Schrot draufschlägen? Ich nehme mal hier Explosivschrot.